Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge zu unserem Clash Royale Free-to-Play-Projekt. Heute am Start. Ich nehme diese Folge direkt nach der letzten natürlich auf, wobei nicht direkt, ich hatte da eine Pause zwischen ein, zwei Stunden. Aber okay, nee. Folgendes, heute planen eigentlich in Liga voranzukommen ein bisschen. So, mal gucken, vielleicht schaffen wir Liga 1 komplett durch, also dann sind wir Liga 2, das wäre ganz gut. Denn wir haben den Plan mit dem gewöhnlichen Joker. Die Bogenschützen auf 10 zu bringen und dann von 10 auf 11 mit dem Buch und dann vielleicht nächste Woche, wenn wir sie dann auf 11 haben, auf 12 bringen mit dem anderen Buch. Aber das weiß ich noch nicht. Das ist nur eine überlegende Sache. Aber es wäre gut, sie schon mal auf 12 zu haben. So oder so, besser als 9. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen können überhaupt, weil wir nicht alle auf Level 11 haben. Wir haben es schon mal geschafft, natürlich, ne? Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir es wieder schaffen können. Wir gucken, ich werde jetzt nicht so viel rumreden. Wegen letzter Season haben wir Siegesmultiplikator mal 2. Das wird nichts ändern, außer dass wir in der ersten Runde ja auf Stufe 3 direkt kommen. Also wir skippen eine. Aber ja, wir gehen direkt rein. Ich will nicht zu lange labern. Schaut euch die letzte Folge gerne an. Da haben wir nämlich das Turnier gemacht, was gerade aktiv da ist. Aber ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. So, unser Turm ist auf Level 10 nur. Ich weiß nicht, wieso das so komisch aussieht, so habe ich den nicht in Erinnerung, aber vielleicht hat sich da was geändert. So. Das sieht schon mal gut für uns aus, wollte ich sagen, aber irgendwie ist der aggressiv, der Mann. Und leider haben wir keine Skellies gerade im Cycle. Das Log war unnötig, gebe ich zu, aber wir haben connected, das ist wichtig, Skelette, damit der Elixiergrund nicht mehr stirbt. Ich müsste ein bisschen vorsichtiger spielen, das gebe ich auch zu. War ja sehr aggressiv von mir gerade. Oh, das sieht so aus, als ob er meinen Turm zerstört, sogar schlecht. Ist gar nicht gut eigentlich. Und er spielt natürlich einen Mega-Ritter, das macht es nicht besser. Ja, okay, erste Runde wird direkt wahrscheinlich ein Lose sein, aber ich versuche natürlich noch alles, um daraus einen Win zu machen. Wir haben zwar den Evo-Ritter gerade verbraucht und einen Turm weniger als er. Chancen sind aber noch da. Die sind nicht komplett weg. So. Er könnte jetzt theoretisch sein Elixiergolem setzen, da kann ich wenig gegen machen dann. Okay, hat er aber nicht hinbekommen, das heißt, der Turm ist weg eigentlich, das ist gut. Das ist wirklich sehr gut auch. Das heißt nämlich, wir können noch gewinnen vielleicht sogar. Das erhöht die Chancen auf jeden Fall. Und das Log war auch nicht so wichtig, aber ist egal. Wir haben es jetzt gesetzt, ist halt so. Schön, der Mini-Packer stirbt auf jeden Fall. Die Feierköcke auch. Sehr gut, sehr, sehr gut. Der Elixiergolem versuchen wir schnell zu töten. Hat auch ganz gut geklappt sogar. Einfach direkt den nächsten X-Punkt, dann nutzen wir den Ritter noch aus. Ja. Evo-Ritter ist da, falls wir den brauchen. Sieht gut aus, wir gewinnen das doch. Nachdem ich dachte, wir verkacken das. So, X-Bogen hier, defensiv einfach rein da. Und dann ist alles aber im guten Bereich. Schön. Das haben wir noch geschafft, das ist wichtig. Ist auch gut so. Nö, hab nichts dagegen zu sagen. War gut. Guck, da kriegen wir halt 2 steht da, ne? Plus 2 wegen dem Multiplikator. Wird uns jetzt nichts viel bringen, der ist jetzt auch wieder weg schon, aber damit sind wir auf 3 direkt gerutscht. Sorgt dafür, dass wir ein paar Runden weniger spielen müssten, theoretisch, ne? Das ist ja schon mal etwas. Aber gut, wir gehen weiter und gucken mal, wie es wird. Ich glaube auch nicht, dass wir diese Season Gold, by the way, schaffen werden, aber ich sag mal nichts, vielleicht. Ja, doch, wobei der Magic Archer stirbt. Ist noch ganz gut. Der Henker kommt doch nicht dran. Das ist sehr wichtig, oder?
Ja, wir können auch gleich mit dem Ice Spirit, glaube ich. Oder wird er gewone-hittet? Ne, wird er gerade so nicht, das ist gut. Ja, den Hit kann er gerne machen noch. Ich bin voll, das darf nicht passieren. Gut. Ich würde dann einfach sagen, dass wir so wieder dasselbe machen. Falls Bandit kommt, ist alles gut für uns. Falls Packer, okay. Ich gehe davon aus, dass er Packer spielt, by the way. Ich weiß es aber nicht. Muss nicht sein. Ja, leider trifft der Magier auch den X-Bogen. Aber ist egal, der Turm ist so oder so weg. Tesla-Turm würde ich jetzt ersetzen, weil der Ice Spirit nicht wirklich viel bringen würde. Der Tesla-Turm ist ja auch noch da für so ein paar Sekunden. Deswegen ist das Ganze noch vielleicht ein bisschen oh, angenehm, sag ich jetzt mal. Oder nicht so unnötig. So. Der Henker kommt. Ich würde einfach mal Skelette setzen, dass ich kurz den Ritter cyclen kann und darf. Weil der wird es schaffen. Leider ist er noch gesprungen, aber ist nicht so schlimm. Dass der Magier da ist, ist schon ein bisschen doof, aber ist okay. Können wir mit Lockheel regeln. Trifft sogar noch den Magic Archer, das nehmen wir mit. Und gutes Eisbild schon mal vorsetzen. Kommt aber nichts, machen wir so. Wird trotzdem guter Schaden sein, den wir bekommen, falls wir den Turm sogar bekommen, noch besser. Schade, ich habe gehofft, dass er auf die Skellies springt. Schöner Feuerball. Ja, Magier ist tot auch auf jeden Fall. Noch einen letzten Versuch, den Turm zu zerstören, sage ich mal. Glaube ich aber nicht. Keine Chance. Ist nicht schlimm. Dann haben wir den halt nicht bekommen. Hätte uns für den Free Battle Pass ein bisschen weitergebracht. Manchmal ist es aber so. Manchmal kriegt man halt nicht das, was man unbedingt möchte. Was wir bekommen, was wir unbedingt brauchen oder wollen, sind 250 gewöhnliche Joker. Und die nehmen wir auch mit. Die 250 gewöhnlichen Joker sind nämlich die hier. Schön. Haben wir 600 insgesamt und mit 600 können wir, wie wir es halt wollten, die Archers upgraden. Das wird uns weiterbringen, in der Zukunft und auch jetzt schon. Denn Level 10 Archers sind besser als Level 9 Archers. Ja, und was wir jetzt auch machen, es sieht nach Waste aus, ich weiß, aber wir müssen es machen. Das gewöhnliche Buch draufsetzen. Und dann haben wir Level 11 Archers. Ist gar nicht mehr so übel, ne? Zack. Was heißt Level 11 Archers? Abgesehen davon, dass wir hier Level 11 haben, sage ich mal, und sie jetzt immer Level 11 sind für die Zukunft, also auch einfacher ist es für uns hochzukommen und alles dies und das, sind wir auch näher dran, sie auf 14 zu bringen. Und außerdem, wenn wir das andere Buch dann im Season Shop bekommen, was ja der Plan ist noch, können wir sie auf 12 direkt bringen. Oder ein Tesla-Turm, das weiß ich noch nicht ganz. Ich denke mal, ich gehe auf die Archers, aber weiß ich aber nicht. Aber so oder so, sehr gut. Ich würde dann einfach nächste Season sagen, gehen wir auf Eisgeist Level 9, weil 8 ist ein bisschen sehr low. Aber hey, es wird langsam immer alles besser und besser und besser. Das gefällt mir. Wegen seltenen haben wir keine halt Joker, ne? Da fehlen uns noch 131, die wir irgendwo herbekommen sollten am besten. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir haben keine Tauschmarken da. Für den Händler, wenn ich den finde mal. Bro, wo ist denn der? Der ist da unten, Alter. Ne, wir haben wirklich gar keine Tauschmarken, das ist ein bisschen schlecht. Aber das ist halt so. Ich meine, aber hier gibt es welche. Für den ersten Win kriegen wir direkt zwei. Ich glaube, wir machen da sogar weiter. Wir lassen das hier so stehen. Das Wichtige haben wir ja bekommen. Die Truhe können wir öffnen auch noch. 573 Gold, 3 gewöhnliche seltene Joker und 21 Schneebälle. Nee, ich würde aber sagen wirklich, dass wir einfach mal beim Turnier, bei der Mega-Auswahl einfach weitermachen dann. Für die Tauschmarken. Zumindest bis wir die epischen bekommen.
Ich denke mal nicht, dass wir so wirklich viel weiterkommen, aber mal gucken. Mega-Auswahl kennt ihr aber, denke ich mal. Gibt es nicht viel zu sagen. Und mal gucken mal, wie es läuft. Mega-Auswahl ist einfach nur die, wo ihr ganz viele Karten zur Wahl habt und es wird immer abwechselnd eine gewählt. Werdet ihr verstehen. Also ich nehme jetzt zum Beispiel sehr gerne den. Schwierig zu sagen sogar, aber ich nehme jetzt einfach mal einen Mini-Packer. Das heißt, der Gegner darf jetzt wählen. Er wählt die Ibabs und den Inferno-Turm. Daraufhin nehme ich den Lightning, glaube ich mal. Es gibt leider keinen kleinen Zauber. Das, also, außer vielleicht Tornado, aber der kann ja auch schlecht sein, ne? Deswegen nehmen wir den Little Prince mit. Dann muss er halt irgendwie so eine Art Gift nehmen, sage ich jetzt mal. Nachthexe, okay, das ist gut. Mal gucken, was er noch nimmt. Ich glaube, wir machen uns eine Art Goblin Giant Deck. Ich habe da eigentlich nichts dagegen. Das Problem ist halt der Inferno-Turm. Wobei, wenn er Inferno-Turm hat, dann lohnt sich Royal Hawks mehr. Und was Kleines sind Bats auch gar nicht mal so schlecht. Er hat zum Beispiel nichts dagegen. Also so läuft es jetzt halt, ne? Und deswegen, ja. Es war jetzt ein bisschen random, aber von den Belohnungen her lohnt sich das halt mehr, hier die Mega-Auswahl zu machen, als. Ihr versteht schon, denke ich mal, ne? Wir nehmen uns den Phönix mit. Und ich würde, glaube ich, den Royal Ghost haben, damit ich eine Bodentruppe mehr habe. Wobei Rabauken nicht schlecht wären für die Defense gegen ihn. Vielleicht nehmen wir das noch mit. Nehmen wir das noch als letzte Karte mit. Komm, wir nehmen die Rabauken noch mit. Und jetzt dürfte er noch eine letzte wählen. Das wird in seinem Fall, weiß ich nicht, was sein. Der Nado. Und jetzt kämpfen wir dann mit den Karten, die wir gewählt haben, natürlich, ne? Das ist ja klar. So. Ja, mal gucken. Wir können hier so eine Art Split-Up machen, eh. Weil, wie gesagt, der Inferno-Turm, der ist jetzt nicht so geil für die Situation hier mit den Royal Hawks. Deswegen, wenn ich da noch, sage ich, ziemlich zufrieden drüber, dass wir die Royal Hawks genommen haben. Und da setzen wir noch einen Royal Ghost, weil ich will keinen Damage bekommen. Schön. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe nicht viel vorzumachen sonst noch. Ja? Also wir werden das Turnier halt hier, wie gesagt, versuchen, so weit wie möglich zu machen. Wobei, vielleicht sage ich auch, nachdem ich die Seltenen eingesammelt habe, dass es war's. Reicht. Ich weiß es nicht, sage ich ehrlich. Aber auf jeden Fall gucken wir mal, dass wir das ein bisschen spielen. Wenn wir ja jetzt gewinnen, bekommen wir zwei gewöhnliche schon. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht sogar. Deswegen kann ich mich damit zufrieden geben. So, der Mini-Packer kommt durch, das gefällt mir. Zwei Hits, sogar dritter. Schön. Nehmen wir alles mit. Hits, die gut sind, nehmen wir gerne mit. Ich würde einfach direkt hier weiter aggressiv reingehen. Aber wieso nicht? Okay, der Nado weiß ich jetzt nicht. Also, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen zum Aufgeben war oder was da los ist, aber wir gehen weiter aggressiv rein. Auch wenn der Giant Skeleton setzt, wir gehen weiter aggressiv rein. Rechts der Turm fällt nämlich auch. Ja, und der King Tower fällt wahrscheinlich genauso, deswegen sieht es ganz gut für uns aus. Nehmen wir alles so mit, wie es ist. Wunderschön. Ich glaube, das Prinzip ist jetzt ganz gut verstanden, aber wie Mega-Auswahl funktioniert, falls ihr das zuvor noch nicht kapiert habt. Hier nehmen wir die zwei gewöhnlichen mit auf jeden Fall. Und Kronen bekommen wir natürlich auch welche hier, aber ja. Es gibt noch die Bonusbelohnungen. Wenn wir wirklich weit kommen, lohnen sie sich, aber. Mal schauen. Ich bezweifle es. So. Hier nehme ich sehr gerne den Giftzauber mit. Wobei das Kampfholz eine gute Idee wäre auch, aber es gibt halt noch den Schneeball, deswegen lasse ich den mal noch da. Er nimmt den Schweinereiter, okay. Und die Bandit, da nehme ich sehr gerne den Mini-Packer. Der ist nämlich sehr gut dagegen.
Kampfholz ist eigentlich eine gute Karte, deswegen will ich sie haben. Und deswegen nehmen wir sie auch. Da haben wir schon mal die Zauber und den Mini-Packer ist generell eine geile Karte in diesem Mega-Auswahl. Magier, okay, das ist interessant. Die Kanone würde ich noch gerne nehmen von meiner Seite aus. Dann haben wir etwas gegen den Schweinereiter noch Gutes. Und ich müsste mich langsam dazu entscheiden zu nehmen, was ich möchte zum Pushen und so. Ist aber schwierig zu sagen, ne? Schweinereiter von ihm war schon eine sehr gute Wahl. Ich denke mal, mit dritter Pick kann man nicht viel falsch machen. Deswegen nehmen wir ihn gerade, weil ich brauche noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Wir könnten natürlich auch den Funky nehmen, ne? Dagegen hat er bisher nichts Effektives, sagen wir mal. Im Notfall können wir auch Friedhof nehmen noch. Vielleicht machen wir auch sogar das. Also erstmal die Goblins noch. Und ich glaube, wir gehen auf Friedhof. Aber wir nehmen nicht direkt den Friedhof. Wir nehmen erstmal den Hunter. Ist eine gute Wahl, glaube ich. Und jetzt würden wir dann auf Friedhof gehen gleich. Ja, ich glaube, wir machen Friedhof. So, falls er Friedhof nehmen wollte, haben wir ihn weggenommen. War mal gucken, was er jetzt nimmt. Den Wutzauber nimmt er noch, okay. Schauen wir mal. Ich denke mal, das ist machbar für uns. Es war jetzt nicht die geilsten Picks, aber es ist machbar halt, ne? Wie gesagt, da hätte ich den Mini-Packer setzen wollen eigentlich, aber okay. Das lassen wir, das wird nicht so viel Damage machen. Hätte ich einfach nur den Mini-Packer gesetzt, wäre das noch ganz gut gewesen sogar. Goblins einfach mal hin. Als Defense natürlich, ne? Wutzauber war jetzt nicht so, ich sag mal, der allerbeste. Tonnengräber kann man mit dem Hunter ganz gut umbringen. Und den muss er auch deffen. Schafft er auch, denke ich mal, aber. Das locken wir einfach mal. Schön. Abbauken. Ich setze einfach einen Giftzauber so drauf, sag ich ehrlich. Machen wir einfach so. Da werde ich jetzt nicht lange rum irgendwas versuchen oder so. Mhm. Ja, wir probieren es einfach. Ich meine, der kann. Oh, okay. Ich kann hier die Kanone setzen, aber die wird nicht so viel bringen. Aber die wird etwas bringen zumindest. Ja, doch, die hat schon gut was gebracht sogar. Und wir haben den Turm sogar. Wunderschön. Gegen Trolli. Läuft schon mal ganz okay für uns. Ja, den Magier können wir im Notfall loggen. Ich würde das aber durchlaufen lassen eigentlich. Ja. Und da setzen wir den Hunter. Ja. Ja, war ganz gut. Haben fast eigentlich schon so einen großen Vorteil, das zu verlieren. Ja, mal gucken. Vielleicht kann man den noch verlieren. Also kann man immer. Aber die Chance ist natürlich bei manchen Fällen geringer als bei anderen. So, ich weiß nicht. Vollbleiben ist eigentlich eine dumme Sache, aber in diesem Fall bleibe ich jetzt einfach mal voll, weil ich will, dass er wirklich zuerst angreift. So, Tunnelgräber Sacking wird jetzt auch nicht sein Leben retten, falls er das meint. Defensiver Friedhof ist ja wie eine Skelettarmee, nur verspätet. Kann man machen, aber. Bro, der bleibt doch selber gefühlt immer voll oder nicht. Egal. Komm, dann machen wir es so, dass wir einfach reingehen die ganze Zeit, bis wir es halt. Bis die Zeit um ist oder bis wir es schaffen. Predict Lock für die Rustblitz. Die kommen aber nicht. Aber egal. Wir haben den zweiten Turm bekommen noch auf jeden Fall dann. Schön. Den nehmen wir natürlich dann mit auch easy. Den King Tower kriegen wir natürlich nicht mehr, aber. Hätten wir noch vielleicht bekommen oder wahrscheinlich sogar. Aber gut, dann nehmen wir uns das hier auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, was wir bekommen. Wir bekommen aber 10 Gems und 10.000 Cash, wenn wir das payen würden. So, der nächste Win entscheidet auch ganz gut was über, nämlich 20 epische unserer Wahl. Beziehungsweise 2 epische Joker, nicht Joker, sondern Tauschmarken, genau. Hier
sag ich ehrlich, die Pfeile, die bieten sich zu gut an. Skelettarmee, Goblins, Koboldfass, Firecracker, Ruskulls. Das sind so viele Karten. Grabstein an sich auch. Skelettkönig könnte man auch Pfeile benutzen. Also es einem Monk und Heilgeist ist sehr interesting, um ehrlich zu sein. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen die Feuerwerkerin weg. Und ich nehme den Mini-Packer wieder. Der Mini-Packer hat mich bisher sehr gut gerettet eigentlich in jeder Runde. Der war gar nicht mal so schlecht. Deswegen nehmen wir den. Ich nehme das Barbarenfass mit, okay. Und die Kobolde. Der Ritter ist eh keine schlechte Wahl, deswegen picke ich ihn einfach mal. Da könnt ihr nie einen Fehler mit wirklich machen. Und den Feuerball nehme ich mit, weil es der einzigste mittelgroße Zauber ist. Und danach picke ich den Little Prince später am Ende. Den kann er nämlich eh nicht mehr nehmen, weil er schon einen Monk genommen hat als Champion. Er nimmt den Fischer noch mit. Ist hier irgendwo ein RG oder was? Ah ja, da ist sogar wirklich ein RG, okay. Dann mache ich mich auf den RG gefasst, dass er den nehmen könnte. Indem ich mir eine Kanone nehme. Als kleinen billigen Turm, sagen wir mal so. Er hat nichts gegen Luft, deswegen würde ich gerne den Ballon nehmen. Ich lasse ihn aber mal noch da, den Ballon, weil vielleicht pickt er jetzt eine Karte, die nichts mit Luft zu tun hat noch. Aber mal gucken. Er muss den RG eh nehmen. Er nimmt die Königsrekruten. Okay. Wir nehmen jetzt den Ballon auf jeden Fall. Dann ist das so ein bisschen unsere Karte. Weil er hat nichts gegen Luft. Er hat jetzt den Hunter. Das ist seine einzigste Luftkarte. Deswegen schauen wir mal, wie es wird. Wird interesting Match. Er hat es noch geändert. Ich glaube, seine Idee war am Anfang RG zu nehmen. Wäre auch blöd, wenn nicht eigentlich. Aber okay. Ich drücke einfach die Zündung schon mal. So. So, und so, dann kann der Hunter nämlich nicht so schnell reinkommen, sag ich mal. Der Hunter hat leider noch gut was hinbekommen sogar. Aber unser Ballon ist connected, ist gut so. Wir sind im Damage-Vorteil, das nehmen wir auch alles mit, deswegen so wie es ist. Wichtig ist nur, dass wir wissen, er hat nur den Hunter als Luftkarte. Das kann einiges für uns bestimmen und ändern. Deswegen cyclen wir auch am besten eigentlich wieder so schnell wie möglich dazu. Der kann eigentlich so. Schade, dass der nicht überlebt hat. Wir können aber hier eine frühzeitige Firecracker ansetzen. Dann wird er nämlich eh zünden müssen. Denke ich jetzt mal. Okay, oder auch nicht. Das ist wirklich interessant. Ja, dann muss ich den Feuerball auch draufhauen. Es gefällt mir nicht so. Da kann ein Ritter hinter recht aus. War eigentlich ein 3 Elixier Minus Trade für ihn, weil er muss jetzt eh noch deffen. Kann mit einem Bar Barrel zwar, aber ist trotzdem gut für uns, dass er Elixier setzen musste. Oh, mir gefällt die Situation aber nicht so, ne? Sag ich dir ehrlich. Oh, er zündet, ne? Oh mein Gott, das war so. Eine smarte Zündung von ihm. Ja, ich bin gerade auch nicht gut, muss ich zugeben, aber er macht's auch gut. Das ist nicht so gut für uns.
So. Wie wollen wir mit dem Ballon durchkommen? Er hat zwar nur den Panther, aber mit dem Monk kann er das wirklich gut abblocken eigentlich. Das hatte ich nicht so gut erwartet, sage ich mal so. Wir wechseln Lane gleich. Jetzt zum Beispiel. Und ich würde den Hunter einfach predicten, muss ich ja. Schön. Pfeile, damit das Ganze da nicht mehr so nerven tut. Es war wichtig, dass wir die Hits bekommen haben, auf jeden Fall. Ich versuche das wieder zu predicten, weil nur so kann ich es versuchen. Hat nicht so viel, das war gar nicht gut. Also ich habe es auch nicht predicted, aber es war auch nicht gut. Wir machen mal so. Firecrackerin auch nochmal da. Schlecht für uns gerade eigentlich. Ach, schlecht. Nein, der Turm hat... Ja, das war's. Oder war's das? Eigentlich war's das. Hat den Zauber genommen, ich weiß es gerade nicht mehr, aber das ist nicht mehr möglich für uns eigentlich. Ich habe sogar noch abgewehrt bekommen, aber es bringt halt nichts. Ja, er hat gewonnen. Er hat auch gut gemacht, aber das muss man schon sagen. Er hat es wirklich gut gemacht. Habe ich nicht erwartet, dass er nur mit dem Hunter als Luftangriff das so gut hinbekommt. Hätte ich vielleicht dran denken müssen auch, dass das theoretisch deathbar ist. Der Ballon ist ja auch nicht die schnellste Karte und so. Weiß nicht. Aber ich erkenne auf jeden Fall, was ich hätte anders da machen können. So, hier sieht es gut danach aus, dass ich... Mal gucken, was nimmt er überhaupt. Golden Knight hätte ich nicht erwartet. Also ich gehe ganz garantiert für den Feuerball des Kampfholz. Das sind zwei gute Zauber, die lohnen sich super doll hier. Vor allem, weil der Rest der Zauber, außer vielleicht den Void Spell und die Pfeile, gefällt mir nichts von dem Rest. Ja, den Void Spell nimmt er sich auch und die Pfeile auch, aber die hätte ich eh nicht mehr genommen. Wir nehmen den Minipacker stattdessen. Und den Goblin Cage, weil das der gute Turm ist. Dann gibt es noch Bombenturm, aber die anderen zwei sind keine Option. Deswegen, ja, bleiben wir dabei. Wir nehmen das so, wie es ist. Er nimmt den Eisgeist. Und was nimmt er noch? Der nimmt den Bombenturm. Okay, war irgendwo aber auch klar. Ich glaube... schwierig zu sagen, was wir noch nehmen. Also wir sollten... Ich nehme mal den Eos mit, dann haben wir eine... Relativ gute Luft-Troop. Jetzt ist aber schwierig für mich. Ich nehme mal die Widerretterin zum Pushen. Wir brauchen aber noch irgendwas, weil er hat ja einen Turm. Das wird nicht durchkommen, einfach so. Er nimmt den Packer mit, kann er ruhig haben. Den Rambock nimmt er auch mit. Haben wir schon vorgesorgt mit dem Turm. Gegen Packer haben wir nicht so viel, aber da reichen die Rabauken eigentlich aus. Wobei er hat halt Pfeile, ne? Aber wir können ihre Rabauken nehmen. Und danach den Dart Goblin. Dann muss er sich mit den Pfeilen entscheiden. Oder sagen wir, wir nehmen Friedhof, damit wir. Ich sag es nicht. Wir nehmen Friedhof, damit wir was zum Pushen haben. Im Notfall können wir ihn ja auch defensiv benutzen. Ist zwar nicht alles so gut, aber es ist machbar, falls wir eine defensive Karte brauchen, können wir Friedhof nehmen. So, Mini-Pack einfach mal nach hinten gesetzt. Wieso denn nicht? Dann können wir eigentlich direkt anfangen, damit es schon falls. Aber okay, er lässt uns nicht zu, aber war auch schon klar. Pfeile muss er eh entscheiden dann, worauf die kommen sollen. In diesem Fall aufs Friedhof wahrscheinlich, ne? Jo.
Ja, okay, dann ist der Packer aber halb tot schon wieder, ne? Ist immer so eine Sache, schwierig zu wählen. Ewis müsste ausreichen. Trotz des Void Spells müsste das. Ah, wobei, ein Hit wird es von ihm für ihn sein, weil den Hit darf er haben. Den darf er wirklich haben. Ich lasse ihm das zu. Ich würde einfach mal warten. Oder nicht warten. Ja, doch, wir warten aussetzen in den Goblin Cage. Falls er halt keinen Rambock setzt, setzt er halt keinen Rambock ein. Das ist mir egal. Weil es sieht so aus, als ob er warten wird, bis der Cage kaputt geht. Aber ist okay, wir haben Minipacker und Log. Das sind gute Karten gegen das Rambock. Ich würde sogar Minipacker schon setzen auf der einen Lane. Und dann würde ich hier einfach nur wieder weiter reinsetzen. Da kommt wahrscheinlich der Turm. Gehe ich mal von aus. Jupp. Aber der Turm hält sogar nicht auf. Das ist gut. Hier können wir so einen kleinen Split-Up machen, damit der Hunter nicht zu viel Damage macht. Und auf der anderen Lane kann der Friedhof eigentlich wieder reingehen. Da kommen, vermute ich mal, jetzt wieder die Pfeile gleich. Jo, aber es wird trotzdem Damage für uns sein. Oh, der Void Spell. Ich weiß nicht, wie ich den Void Spell jetzt fand, aber ich hätte ihn nicht gesetzt, sagen wir es mal so. Wir können ja wieder einen Käfig setzen. Falls Rambo kommt. Tut er aber nicht. Okay, wir machen diesen. Dann machen wir mal einen aggressiven Push auf der anderen Lane. Ja, er versucht. So, der Damage ist jetzt ungefähr gleich hoch auf beiden Seiten. Hier so, da muss er der Pfeile eigentlich setzen. So ziemlich. Den Golden Knight lassen wir durchlaufen, das ist mir völlig egal. Okay, er muss sogar keine Pfeile setzen, das kann er auch so regeln. Aber den Packer kriegen wir dead auf jeden Fall. Da kommt der Rambock, ich setze einfach den Käfig rein, ist mir egal. So. Dann machen wir den Feuerball Predict. Der nicht funktioniert, aber egal. Wir haben einen ziemlich guten Damage-Vorteil auf jeden Fall. So, Golden Knight nochmal abgefangen auch. Ich würde einfach mal hier so. Ich weiß nicht, ob der Friedhof da seinen Sinn und Zweck machen kann überhaupt. Aber okay. Und die kommt durch, bitte. Dankeschön. Dann haben wir das ja auch gewonnen. Schön, dann nehmen wir uns noch die gewöhnlich, ne, seltenen Tauschmarken waren das jetzt mit, die wir verdient haben, ne? Episch, natürlich. So. Ja, ich glaube, wir versuchen noch so weit zu kommen wie möglich. Wir nehmen uns natürlich noch die 1000 Geld mit, die wir bekommen für 5 Siege im Koboldkäfig. Und zu den seltenen Tauschmarken gehen wir auf jeden Fall noch hin. Die würde ich gerne noch haben, nämlich. Ob wir weitermachen, weiß ich nicht. So. Und das ist schon wieder so ein Pick. Ja, der Mega-Ritter ist natürlich drin. Eigentlich muss ich den nehmen, damit der Gegner den nicht nimmt. Deswegen machen wir das auch. So, er wird vielleicht Minipacker nehmen, dann bin ich halt gefickt ein bisschen, aber. Eins von beiden musste ich jetzt nehmen. Falls er Minipacker nicht nimmt, nehme ich ihn natürlich direkt. Er nimmt den Feuerball. Ist interessant, ist auch gar nicht mal so schlecht. Wobei, es gibt einen Poison auch. Ist okay, der Pick. Wir nehmen den Minipacker mit, definitiv. Und dann müssen wir gucken, dass wir Karten nehmen, die wo ihre Effektivität, sage ich mal, benutzen. Die Bats sind eine gar nicht mal so schlechte Karte hier. Er müsste den Zap nehmen, damit er auch dagegen kontert. Oder Rage. Inferno-Turm. Den Zap hat er jetzt natürlich genommen. Das war schon irgendwo klar auch, ne? Was wollen wir denn haben? Was können wir denn haben überhaupt? Also, ich glaube, wir nehmen einfach so einen Schweinereiter mit. Wieso nicht? Dann ist das unsere eigentliche Push-Card, würde ich mal behaupten. Als Zauber nehmen wir den Poison Spell, damit mit denen ich zumindest wegnehmen kann noch. Weil sonst habe ich wirklich Probleme. Wir brauchen noch einen kleinen Zauber, das wird dann der Wut oder der Slog sein. Ich denke mal nicht, dass er beides nehmen wird, deswegen, also, oder ob er überhaupt eins nimmt, weiß ich nicht. Er hat den Eisgeist jetzt mitgenommen. Die Skellies könnten wir auch nehmen noch eigentlich.
Mal gucken, was er jetzt erstmal nimmt. Ja, die Skellies nehmen wir mit. Gegen Luft bräuchten wir noch was am besten eigentlich. Also falls er Luft spielt, ne? Deswegen nehme ich, glaube ich, den Megalakai. Wir haben zwar die Bats, aber nochmal was Robusteres gerne. So, und eigentlich fehlt mir jetzt noch ein Turm, falls ein Turm überhaupt einen Sinn hat. Ich tendiere... Ich nehme jetzt mal das Log, weil wir haben einen Mega-Ritter. Also ein Turm ist jetzt nicht... So, wenn er einen Giant nimmt, nimmt er halt einen Giant, aber da... Oder ein RG. Die Royal Hawks, also... Ballon kann er auch nehmen, wir haben Luft. Es ist okay, es ist egal, was er nimmt. Ich fühle mich ganz gut. An seiner Stelle wüsste ich auch gar nicht, was ich picken würde überhaupt. Grabstein ganz bestimmt nicht. Das kann ich schon mal sagen. So, er lacht die ganze Zeit. Wir können ihn... Puh, was haben wir denn Cooles? Wir können Wein geben. So, und weil ich nicht warten will, mache ich zuerst den ersten Zug. Ist zwar nicht smart, aber mache ich trotzdem. Er kommt damit, dann machen wir so. Und gucken mal, ob er Inferno-Turm setzt. Nope, Grabstein, aber das ist auch okay. So, wir kriegen nämlich einen Hit raus. Zwei sogar. Und dann schauen wir mal, was er macht, weil er ist dran. Ja, das können wir so. Ja, okay, das war jetzt nicht so smart, glaube ich, von ihm, aber... Was weiß ich denn? In Führung sind immer noch wir, das ist gut. Ich will einfach mal direkt wieder hier so setzen. Diesmal kommt ein Inferno-Turm, ist auch okay. Kostet ihm ein Elixier mehr. Deswegen kann ich mit leben noch. Wir müssen hier jetzt nicht direkt reingehen. Wir können ja auch chillen, bis der kaputt geht oder warten. Wir haben eh nicht so viele Elixier, deswegen ist das noch besser für uns, wenn wir warten würden. Hier soll er den Sepp investieren, bitte. Jo, macht er auch schön. Und ich würde sagen, wir gehen gleich einfach mit Mini-Packer auf der linken Seite rein. Und mit dem Schweinehund auf der rechten. Und schauen, was abgeht. Ja, okay. Ein Hit wird's aber. Den nehmen wir mit. Der Turm ist auch weggekommen. Ganz frühe Bats. Sie waren nicht so gut, aber es ist okay. Jetzt habt ihr trotzdem. Okay, dann setzen wir sie so. Mini-Packer kommt natürlich von mir wieder rein, wenn er das wechselt. Dieses Mal muss er den sogar, glaube ich, deffen. Macht er mit Grabstein, okay, da kann er einen schönen Poison setzen. Dann sind wir wieder ein bisschen im Vorteil zumindest, ne? Hier, den Mega-Lakai einfach rein. Das hier so. Und dort die Bats, das muss er selben. Schön. Und ich würde sagen, das erste Mal setzen wir Mega-Ritter mal ein. Ja. Ich meine, er wird noch einen Turm setzen wahrscheinlich, aber wir können trotzdem Poison sehr gut mit Meißen, ne? Und das machen wir auch. Das machen wir so. Das wird ein tricky Match. Das wird so ein tricky Match sein. So, der Mega-Ritter ist da. Wir machen so. Ja, ich glaube, den einzigen Vorteil, den wir haben, ist, dass... Nach meinem Wissen hat er keinen Zauber. Er hat einen Zauber. Das heißt, eigentlich haben wir so ziemlich gar keinen Vorteil und es sieht für beide ziemlich gleich aus sogar. So. Wird einfach mal... Oh, okay, das könnte sich zu einem Nachteil entwickeln. Ich würde es auch einfach mal so benutzen, sag ich jetzt mal.
Preußen ist Ball ganz schnell drauf. Der geht leider dahin, aber es ist okay für uns. Nederritter schon mal vor. Falls ein ferner Turm kommt, natürlich hier so diesen. Okay, der kommt rein, aber das hat gar nichts gebracht, was wir gemacht haben dafür. Boah, nee, der wird so Damage machen gleich. Das ging sogar noch, aber das aufzuholen wird trotzdem schwer sein. Er hat es geschafft auch. Aber die spielen gar nicht mal so schlecht. Die sind sogar ganz gut, oder? Boah, hat er wirklich gar nicht mal so schlecht gemacht mit seinem Deckweg. Es ging zwar bis zum Ende wirklich. Das heißt, dass wir beide wirklich ziemlich gut gedefft haben und so. Aber trotzdem hat er das ganz gut hinbekommen. Muss man wirklich musischen lassen. Ja. Wir machen mal hoffentlich noch 3 Wins, damit wir halt diese seltene noch bekommen. Die würde ich nämlich gerne mitnehmen. Das dauert jetzt halt immer ein bisschen die Runden wegen der Auswahl davon und so, ne? Die geht ja immer so eine Minute oder so. Aber das kann ich jetzt halt nicht verändern. So, er nimmt den Funky. Gut, dann nehme ich Egos, I guess. Und. Ich nehme mal den Poison Spell mit. Ich habe mir überlegt, Blitz, aber wir müssen ja nicht so extrem auf den Funky gehen, sag ich mal so. Er nimmt den Tesla-Turm mit, okay, das kann er machen natürlich. Kobold Gang, dann nehmen wir den Lock mit. Das bietet sich eh an. Er hat Tesla-Turm genommen. Ich weiß nicht, wir nehmen die Flugmaschine auf jeden Fall mit, weil die ist ganz gut eigentlich. Ich will die zumindest haben auch. Deswegen nehmen wir die auch mit. Er nimmt den Bowler. Er will echt defensiv spielen danach. Digga. Darauf habe ich jetzt schon keine Lust. Bandit und Kanonenkarre sind meins. Da jetzt schon. Ich überlege gerade, ob ich die Guards noch mitnehmen will gleich. Und vielleicht den Koboldbohrer noch. Ich glaube ja, aber es gibt keinen kleinen Spell mehr. Wobei der Koboldbohrer, ich weiß nicht, hat Valkyrie und Bowler, ne? Der nimmt Elixiergun. Ne, also wir nehmen die Guards mit, die sind nicht schlecht. Und dann ist gleich die Überlegung, was wir als letzte Karte noch nehmen wollen, weil. Er wird, schätze ich, Baby Dragon nehmen. Aber den würde ich ungern auch wollen, deswegen ist es egal. Ich meine, da wir ja was zum Pushen brauchen, nehme ich den Koboldbohrer, denke ich. Ich muss. Ich hätte sonst Widerreiterin oder so nehmen können, aber. Der hatte Bowler und so auch. Also, es war schwierig, es ist schwierig. Es wird auch ein schwieriges Match sein, vermutlich. Aber gucken wir mal. So, da kommt der Baby Dragon rein. Wir setzen einfach die Bandits so ein bisschen zum Pressuren halt einfach. Der Bowler kommt natürlich direkt von ihm. Aggressive Kanonenfahrer, um zu pushen einfach. Der Tesla-Turm kommt von ihm rein. Und wir kriegen ungefähr denselben Damage wie er. Guards kommen von uns rein natürlich, ne? Ich weiß nicht, wie geil das ist, aber wir müssen das so regeln irgendwie. Oh, Diggi. Kanonenkarre ist drin. Ganz schnell auf der anderen Seite die. Boah, das ist gar nicht gut gerade, ne? Der ist wirklich gar nicht gut. Er hat einen Turm fast und wir haben nur 1000 Damage gemacht bisher. Ich weiß gar nicht, wie wir das holen wollen eigentlich. Jetzt mal eine ganz schnelle Bände. Okay, das ist eigentlich dumm, weil die wird zurückdashen. Okay. Oh, und der Bowler reicht natürlich aus dafür.
Ja, die Leute bauen sich ein sehr defensives Deck. Das ist dann natürlich ein bisschen schwer für uns, dann voranzukommen. Aber die wollen ja auch gewinnen, hauptsächlich, ne? Das ist ja deren Hauptfokus. Deswegen müssen wir schauen, wie wir das machen. Ich setze es einfach mal dort. Oh, okay. Das ist interessant, was er da gemacht hat. So, den Bowler hat es wenigstens zerfetzt, ist gut. Ja, die Connection gefällt mir. Ja, Koboldbohrer, falls Goblin King kommt, beziehungsweise die predicten einfach. Ja, hat nicht so geklappt, aber ist okay. Ja, wir werden das halt niemals. Also ich meine, er hat, glaube ich mal, einen Zauber genommen. Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ich glaube, der hat was genommen. Sonst würde er auch nicht die ganze Zeit die eine Seite pushen, ne? Falls er wirklich keinen Zauber hat oder so zum Zerstören, haben wir wirklich noch eine Chance, aber ich denke, der hat was. Was? Oh, sorry, das war gerade ein bisschen laut vielleicht, aber was? Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Wir nehmen den Thronschlüssel mit, aber ich frage mich ehrlich, wie wir das geschafft haben. Wir nehmen die 1000 Gold mit von der Bandit natürlich, weil wir 5 Siege mit ihr gemacht haben. Und es geht noch weiter. 2 Runden versuchen wir noch zu gewinnen. Wir versuchen nicht übrigens, also nach 2 Runden ist auch Schluss, wenn ich die gewonnen habe. Ich will das auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Wir nehmen hier die Pfeile. Das ist eine sehr gute Karte hier, wenn ich schon die Minions sehe, die Speargobs, die Guards, die Spirits, der Friedhof. Das sind wirklich gute Sachen. Da gibt es noch eine Minipacker, die würde ich gerne haben. Mhm. Er nimmt Barbs, okay. Warum nicht, I guess. Und was noch? Den Monk. Das ist interesting. Wir nehmen den Minipacker mit, aber weil das eine gar nicht mal so schlechte Karte ist, wie immer, ne? Gefällt mir ziemlich. Ein Eismagier ist eine gute Death-Karte und bevor er sie nimmt, weil alle defensive Karten genommen werden, immer von Gegnern, nehme ich sie. So, der Void Spell ist eine gute Karte auch. Guards, kann man beides nehmen. Ich weiß nicht, mit was ich pushen will, das muss man auch überlegen. Also wir nehmen auf jeden Fall die Kanone mit, weil das einfach ein sehr guter Turm ist, generell. Den Little Prince können wir später wählen. Ich glaube, wir nehmen den Feuerball. Der lohnt sich gegen die Barbs und generell mittlerer Spell. Der ist ja nicht schlecht da zu haben. Deswegen, wieso nicht? Er nimmt den Blitzzauber. Kann man machen. Warum nicht? Mal schauen, was er noch nimmt. Er nimmt den Tesla-Turm. Mhm. Muss wieder auf so eine Friedhofebene gehen oder was? Also einen Ritter nehmen wir uns auf jeden Fall. Schwierig. Ich glaube, wir nehmen den Mega Minion. Dann haben wir ein bisschen mehr was für Luft, falls er den Ballon nimmt, wirklich. Aber ich weiß es ja nicht, was er nimmt. Und ich weiß auch nicht, was ich jetzt gleich nehme, weil ich glaube. Er nimmt Elixier Golem. Ich entscheide mich für den Friedhof. Ich nehme den Friedhof. Das bleibt auch so bei mir die Wahl. Mal gucken, was er nimmt, weil er hat nicht so viel Gutes. Er hat die Minions jetzt genommen, dafür haben wir aber Pfeile. Das klingt ganz okay. So, mal gucken, ob er direkt den Void Spell auch benutzt gegen den Eismagier, glaube ich. Könnte er nämlich machen, wäre ein 3-3-Trade. Mal schauen, er macht erstmal natürlich seinen Tesla-Turm dahin. Kann er machen, I guess. Ja,
Ja, oh, er fängt schon. Okay, dann pushen wir auch, schätze ich mal, ein bisschen. Ja, die Minions, die werde ich ja nicht am Leben lassen, das ist klar. Die Babs kann ich später Feuerballen auch. Wobei, das machen wir lieber jetzt. Dann kriegen wir einen Turm-Damage noch. Schön. Das machen wir so schön, ein bisschen breiter. Da kommt ein Mini-Bäcker rein. Der müsste das ganz gut hinbekommen eigentlich. Das war ein ziemlich blöder Ritter. Ah, das wird Damage sein, ein bisschen was. Das ist gar nicht so geil. Ja. Aber ist okay, müssen wir mit leben jetzt. Ich überlege gerade aber. Ich meine, hatte. Ja, wir müssen herausfinden, was er noch kann oder machen kann halt. Weil er hat die Minions zwar, aber die Minions sind mir egal. Okay, in dem Fall musste er einen Tesla setzen und Gas. Das ist gar nicht mal so schlecht für uns auch. Weil das war jetzt nicht billig und wir haben sogar Damage bekommen, also von daher war das gut. Das können wir ruhig eigentlich die ganze Zeit so machen, von mir aus. So, wir machen den Mini-Pack aber hin. Oh, fuck. Ja, ich dachte, die Minions kommen, aber wenn die Babs kommen, dann Pfeile. Ja, ist okay, aber die kommen ja trotzdem nicht so gut am Turm. Hätte sich halt mehr die Feuerball angeboten, ne? Ja, es ist nicht so geil gerade eigentlich, ne? Aber es kann für sie, für ihn halt jetzt auch böse enden, ne? Feuerball müssen wir ready haben, komm. Schade, dass er so spät kam, ist. Sonst wäre das wirklich gut gewesen. Und der wird uns besiegen. Der wird es schaffen. Ah, Mann. Er hat auch den Blitzzauber, also. Dass wir das noch geblockt bekommen haben überhaupt. Naja. Schade, aber. Ja, okay. Wäre auch zu. Also irgendwann hätte er das eh hinbekommen. Nee, aber wir haben, glaube ich, noch einen Try frei, oder nicht? Ja, das heißt. Ah, nee, wir haben sogar zwei noch frei. Okay, entweder wir gewinnen dann zwei Runden oder wir verlieren zwei Runden. Das heißt, spätestens nach drei Runden ist es sowieso vorbei. Deswegen könnt ihr noch gerne die anschauen. Digga, die Wahl fängt schon so schwer an. Ich nehme mal den Giftzauber. Giftzauber ist halt gut gegen Hexe, Musketier, Feuerwerkerin. Gegen einiges. Er nimmt den Funky und die Rakete. Wieso nicht? Ich nehme den E-Dragon dann darauf hin natürlich. Und den Inferno-Drache gerne auch. Ich würde danach gerne die Ballonkarten nehmen noch. Boah, sein Deck ist teuer, sag ich ehrlich. Ja, komm, dann nehmen wir den Ballon schon mal mit. Und Luftkarte klauen wir ihn schon mal die Firecracker. Musketierin war klar, dass er die nimmt. Und Widerreiter dann, okay. Was nehmen wir denn noch mit? Ja, komm, wir nehmen noch die. Wir nehmen die Speargobs mit, damit er sie nicht nehmen kann, natürlich. Sonst hätte er eine Luftkarte mehr. Und weil ich mich nicht sicher fühle mit dem. Zum Pushen, sage ich mal. Ich überlege gerade, ob ich noch was nehmen soll zum Pushen. Aber ich glaube, wenn wir so die Requits noch nehmen, kann man ja ein bisschen zum Angreifen auch benutzen. Deswegen nehme ich die mit. Er nimmt die Rabauken noch mit, da kann man das Kampfholz mitnehmen und das ist geregelt. Schön. Und dann schauen wir mal, was er noch nimmt. So, er hat bisher nichts so Gutes, also er hat die Widerreiterin nur. Die Widerreiterin kommt bei uns gut durch, weil wir keinen Turm haben, aber wir können zumindest versuchen, sie zu töten. So, und mein Stuhl macht Faxen. Okay. Er fängt direkt an, okay.
Er hat halt Blitz und Rakete. So, also das sind zwei. Ein bisschen übertrieben, sagen wir mal. Ja, der E-Dragon war so schlecht von mir gesetzt. Dies muss ich zugeben. Aber ist nicht so schlimm sogar. Machen wir so. Mal gucken, ob die Maske hier dann kommt. Ich denke mal schon. Ja, da ist sie auch. So. Ein bisschen Damage kriegen wir. Die Musketierin ist fast tot auch. Alles gut. Das loggen wir. Oh fuck, die charge trotzdem, ne? Ey, zu diesem Update da. Mit dem Charge, das ist echt krass. Das ist auch beim Prinz hier so. Aber gut. Ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich das schaffe, weil sonst gewinne ich gegen ihn nicht. Ich bin auch gerade irgendwie schlechter geworden gefühlt oder so. Aber. So, der Funky ist dann schon mal dead. Das ist immerhin etwas. Fernbrache bringt, by the way, halt wirklich gar nichts, ne? Weil er hat halt keine Karte, wo das ein Nutzen wäre. Okay, das ist interessant. Ah, scheiße. Er wird uns auch besiegen, er hat die bessere Wahl getroffen, auch wieder. Mega Auswahl ist halt einfach nicht so meins, ne? Ich setze ihn mal trotzdem in Infernosrache, weil er muss ihn ja eh deffen, sonst. Irgendwann kommt er sonst durch und dann hat er eh Probleme. Deswegen ist okay. Er ist sogar wirklich durchgekommen, oha. Okay, dann, desto besser. Dann haben wir sogar eine Chance zu gewinnen. Und nicht mal so eine schlechte sogar. Ja. Aber das reicht nicht aus, oder? So schnell schafft er das nicht. Oder? Wurde knapp, aber haben wir noch gewonnen. Und das nehmen wir auch mit den Win. Okay, gut so für uns, aber... Am Ende öffnen wir noch in diesem Video übrigens den Free Battle Pass, soweit wir ihn gemacht haben. So, jetzt bitte noch einen Sieg. Dann gebe ich mich als zufriedengestellt schon. Dann nehmen wir nämlich noch zwei seltenen Joker mit. Joker, wieso sage ich immer Joker? Das ist Tauschmarken, meine ich natürlich. Und ja. Also ich nehme mir den Mini-Packer zu 100% und der Holzfäller sind zwei einfach sehr geniale Karten, die man hier mitnehmen kann und auch sollte. Damit fallen bei ihm auch viele raus, ne? Ich glaube, das war smart mit der Dings, aber wir nehmen hier den Void natürlich und ich überlege gerade, turmtechnisch nehmen wir den Bombenturm. Mir gefallen die anderen zwei nicht so. Und vor allem kann ich dann Royal Hawks nehmen ohne Probleme, sage ich jetzt mal, falls ich will. Ich überlege nämlich die Royal Hawks zu nehmen. Der nimmt den Koboldbohrer, der übrigens auch ein Turm ist eigentlich, sorry dafür. Aber ja, ja, wir nehmen die Royal Hawks. Machen wir so. Und ich würde gerne den Royal Ghost haben, deswegen auch. Und dann brauche ich mir noch Luftkarten. Beziehungsweise, warum Luft? Gibt es hier irgendwo Luft? Nee, eigentlich nicht. Das ist egal, ob wir Luft haben oder nicht. Range-Karten wenn dann, aber... Dann nehmen wir die Kanonenkarte von mir aus. Und falls er die Skarmi nimmt oder so, nehmen wir einen Zap. Oder einen Rage. Rage ist, glaube ich, besser sogar. Die Lakaien, ja, warum nicht? Ich glaube... Ich glaube, ich gebe mich zufrieden mit dem Rage-Spell. Das war gerade schwierig zu entscheiden, aber ich nehme den Rage-Spell. Okay, wenn wir das gewinnen, haben wir es endlich geschafft, dann sind wir durch. Also nicht durch, aber mit dem, was ich erstmal vorhabe, sage ich mal so. Dann war diese Folge auch ziemlich erfolgreich wieder. Und das ist auch gut so.
verstehe ich nicht ganz. Der Rage-Spell war ziemlich blöd, wenn man Holzfäller spielt eigentlich, ne? Aber gut. Ist jetzt egal, dann haben wir es halt doppelten Rage im Deck. Aber deshalb wäre jetzt auch nicht so viel Unterschied, ne? So, dafür nehmen wir den Harangor Ghost. Der wird dann unsichtbar und macht noch zwei Hits, außer er setzt natürlich noch was ein. Das sehen wir jetzt gleich, ob er was macht. Nö, also ja, doch schon, aber das ist 3er Elixier, das war jetzt schon nicht günstig. Machen wir so direkt. Ja, Wutzauber können wir setzen. Ja, hat uns halt 11 gekostet, er hat 7 gesetzt. War minus 4. Kann man machen. Ja, es ist, hat jetzt eigentlich, war eher ein Nachteil. Da wir eh fast volles Elixier sind, denke ich aber mal, hat er nicht wirklich einen Vorteil. Eigentlich hat er gar keinen Vorteil. Okay, gut. Der Poison Cycle weiß ich nicht. So. Wir machen guten Schaden. Zumindest keinen schlechten. Können den Royal Ghost noch dazu setzen. Der hätte auch ausgereicht, wenn der kein Cobalt Bohrer gesetzt hätte. Aber dadurch müssen wir noch eine Kanonenkarre schnell setzen. Die wahrscheinlich jetzt sterben wird, weil er Minions setzt. Gehe ich mal davon aus. Ja. Ich glaube, da setze ich einfach die Leere. Jo, hat sich auch gelohnt. Und das machen wir wieder so, glaube ich. Der Ofen zum ersten Mal gefühlt. Zum Einsatz. Ich glaube, da kommt von uns einfach der Bombenturm vorne. Müssen wir wieder was setzen, damit die Minions nicht den Turm hüpfen. Leere kommt von uns hier rein. Da war sogar von uns gar nicht mal so schlecht, dass der Ofen noch reinkam, glaube ich. Kriegen wir ein paar Hits raus, oder? Ja, okay, immerhin. Immerhin. Oh, der Bombenturm war sehr gut für uns hier platziert. Und ich habe zu spät reagiert. Ich habe zu spät reagiert. Okay. Dann hat er das auch hier gut hinbekommen, sogar. Letzte Runde entscheidet. Das ist so oder so die letzte. Egal was passiert, ist die letzte Runde jetzt, die ihr sehen werdet. In diesem Video. Mhm. Boah, mir gefallen diese Auswahlen so null eigentlich, ne? Okay. Wir nehmen den Meepacker. Und ein Ritter, weil wie gesagt, man kann nichts falsch machen. Elixier Golem gefällt mir null eigentlich, ne? Magic Archer nehme ich. Und weil der Elixier Golem hat natürlich ein Tor und das wird die Kanone in dem Falle. So, er hat auch einen Riese genommen. Wieso hat er einen Riese genommen? Also wir brauchen einen Zauber, ich würde in meinem Fall den Schneeball nachnehmen natürlich. Der Bomber ist auch keine schlechte Wahl, deswegen give me Bombe. Ich selber weiß ich noch nicht, womit ich pushen will, das muss ich mir gleich anschauen. Aber er nimmt den Tesla-Turm mit. Und die Valkyrie? Hm. Ich nehme einfach mal die Nachthexe mit. Jetzt gucke ich mal, was er will. Und dann gucken wir mal, was wir nehmen zum Pushen. Er nimmt die Princess. Gut, wir haben basically nur die Wahl zwischen Royal Hawks, oder? Wobei, wir nehmen die 3M. Wir nehmen die 3M. Er hat keinen Zauber außer Pfeil. Wir nehmen die 3 Musketeers. Und versuchen es mit denen. Dadurch, dass er nämlich keinen Zauber genommen hat, wird es schwierig für ihn, die zu töten. Vor allem in der doppelten Elixierphase wird das ganz gut für ihn sein. Deswegen, wieso nicht die 3 Musketiere nehmen? So, ich werde sie jetzt erstmal nicht benutzen. Ich werde sie auch erst benutzen, wenn ich sie defensiv einsetzen kann. Also.
So, komm. Ich warte halt erstmal für die Doppel-Elixier-Phase, wie gesagt. Oder bis er sowas macht. Dann können wir den natürlich auch gut reinsetzen. Sehr strong. Ja, ja, die werden jetzt guten Damage machen. Hat er zwar gut abgewehrt bekommen noch, aber das war trotzdem ein geiler Schaden. Bomber war nicht sonderlich gut, glaube ich. Nee, gar nicht gut eigentlich. Selbe gilt eigentlich für den Magic Archer auch, aber zumindest kriegen wir nicht so viel Damage. Okay, wir sind im Vorteil. Das ist gut. Wir haben die drei Musketiere auch noch. Da wieder, falls er wieder was setzt. Oh, okay, macht er auch sogar. Dann würde ich einfach dasselbe machen. Die werden so schnell zerstören. Bei meinem Tablet, sorry. Der Schuss, dass der noch rauskam. Ja, egal. Ich predikte einfach mal die Valkyrie. Okay, die kam nicht, wir haben den Turm. Sehr schön, sehr schön. Ja, ihr merkt, wie gesagt, er hat keinen großen Zauber. Es wird schwierig für ihn sein, die drei Musketiere gut abzuwehren. Kanone defensiv einfach noch rein da. Ich setze jetzt einfach noch einen Mini-Packer drauf, damit die scheiß Hütte nicht mehr da ist. So. Dort können wir wieder die 3M setzen. Okay, das machen wir ein bisschen mehr so. Ich meine, er hat keinen Zauber, deswegen können wir auch viel im Haufen setzen. Und sofort, sobald wir können, nochmal die drei Musketiere im Knick. Wieso nicht? Machen wir das einfach. Abgesehen davon, dass die Zeit von ihm sonst eh um ist bald. Schön, wir haben noch einen Turm bekommen. Okay, wir haben es geschafft sogar. Die zwei seltenen Tauschmarken haben wir noch bekommen. Das heißt, wir haben insgesamt zwei epische, zwei seltene und zwei gewöhnliche Tauschmarken bekommen. 6 Tauschmarken insgesamt, die nehmen wir natürlich auch mit. So, dafür haben wir das ja gemacht. Einsetzen wir die erstmal nicht, aber gut, dass wir die haben. Und wir haben sogar beim Ritter 150 Gems bekommen, weil ein Level 5 ist von der Mastery her. Das ist doch schön. Wundervoll. So. Und, ne, genau. Wir können ja mal gucken, ich glaube episch war ne, drin, aber ich habe keinen Bock gerade zu wechseln. Ja, episches. Aber brauchen wir eh gerade nicht, weil... Ja, wir haben zu wenige X-Bögen gerade sowieso. 3 Stück reichen nicht aus. Wir bräuchten, wenn dann, mehr. Und irgendwann tauschen wir die halt noch, wie gesagt. So, ansonsten, aber hoffe ich... Ah, wobei wir öffnen nochmal hier die Belohnungchen, ne? Die nehmen wir natürlich alle mit. Ja, erstmal hier die 500 Saison machen. Die könnten uns weiterbringen. Oh, die bringen sogar wirklich was. Wir können das Log, das letzte, noch kaufen. Schön. Dann haben wir die 3 Logs alle gekauft, die wir da sind. Wie gesagt, das Buch ist so unser nächstes Ziel ein bisschen. Das, darauf achten wir dann, dass wir das holen. Habe ich schon in der letzten Folge gesagt. So, und ansonsten die Truhen. 4.136 Gold, 4 Gems, 7 Kampfheilerinnen, 8 Zeppis, 74 Lakaien und eine Elektrodrache. Dann haben wir 4209 Gold, 2 Juwelen, 33 Minenwerfer, 41 Lakaienhorden, 1 Frost und 15 Schweinereiter. Und zuletzt, glaube ich, 3993 Gold, 3 Gems oder 2 habe ich vergessen, 23 Lakaien, 51 Königsriesen, 1 Wächter und 15 Magier. Und die letzte Truhe wirklich, 4058 Gold, 3 Juwelen, 11 Elektrogeister, 63 Fledermäuse, 1 Klon und 15 Mal der Ofen. Das wäre alles gewesen. Alle Belohnungen, alles gecollected. Wie gesagt, das hier, vielleicht machen wir das noch nach oben für die 2500 Elite Joker. Wäre nicht verkehrt, aber das Wichtige haben wir schon bekommen. Dings, Bogenschützen auch auf Level 11 gemacht, ist wunderschön. Wegen dem Evo kann man das hier zufällig irgendwie sehen. Das wäre ganz cool eigentlich, wenn ich hier nach Evolution genau machen dürfte.
Ja, genau. Von den Barbaren haben wir halt 3 Stone bekommen von so einem Turnier. Nicht Turnier, von so einem Event war das eher. Ja, und sonst eigentlich nichts. Aber ich werde nicht die Barbaren als nächste Evo holen, glaube ich mal. Ihr könnt mir gerne in die Comments auch schreiben, welche Evo ihr als nächstes sehen möchtet. Das sind die, wo wir noch nicht haben. Und hier oben sind nochmal die Eisgeist, die Archers und der Tesla-Turm. Ich glaube, ich gehe für die Archers oder Tesla-Turm. Sind die 2 effektivsten natürlich als X-Bogen. Mal gucken, Skelette und Ritter haben wir schon. Sonst haben wir noch keine. Ansonsten hoffe ich, hat dieses Video gefallen. Gebt Daumen hoch dafür mehr Clash Royale Content. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das dritte verpassen wollt. Könnt ihr auch die Glocke aktivieren. In der Videobeschreibung findet ihr meine Social Medias verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Leute!